Grüß euch, die U1 HFS von Funkfieber hier und heute geht es um die aktualisierte Portabelgeräte-Überblicksliste von mir. Die habe ich euch ja in den vergangenen Jahren immer mal wieder vorgestellt. Ich habe sie wieder aktualisiert, es sind neue Geräte hinzugekommen, es sind welche rausgeflogen und alles weitere nach dem Intro. Ja, einige Stammzuschauer werden diese Liste schon kennen, die Portabelgeräte-Liste von mir, die ich immer mal wieder aktualisiere und hier in einem kurzen Video vorstelle. Hier mal der Ausdruck, ist wieder eine Excel-Liste mit viel Farbe. Blende euch hier ganz kurz ein, in klein, ihr kriegt es dann unten wieder, der Link zum Downloaden. Und jetzt kurz zur Erklärung zu dieser Liste. Das erste Mal, wo diese Liste entstanden ist, war damals, wo ich mich für den Xego X5105 entschieden habe. Da ist darum gegangen, warum habe ich mich für dieses Gerät entschieden und wie bin ich da drauf gekommen. So ist diese Liste entstanden und wurde über die Jahre jetzt immer wieder weiterentwickelt. Diese Liste, wo ich damals dieses Video, ich blende euch hier ein und verlinke euch auch hier unten, warum ich mich damals für dieses Gerät entschieden habe, ist dann immer stetig weiterentwickelt worden von mir, weil sie dann immer mal wieder was mit den Geräten getan hat. Mit diversen Abkündigungen, Ankündigungen, neue Geräte. Man hat immer mal wieder neue Geräte entdeckt und diesmal gibt es jetzt die neue Version 2024. Jetzt muss ich gerade schnell durchziehen. Genau, aktuell sind 16 Geräte auf meiner Liste vorhanden. Von Ariel 51 bis zu Ja Jesu. Es ist eine Marke sehr stark vertreten, weil sich die überwiegend auf Portabelgeräte spezialisiert haben. Aber wer sich jetzt schon die Listen runtergeladen hat, der sieht das jetzt gleich. Ich habe in dieser Liste farblich markiert, was mich damals oder für mich K.O.-Kriterien waren oder wie ich diese Kriterien gewichtet habe. Ich habe diese farblich gekennzeichnet von grün, orange, rot, gelb. Einfach für mich, dass ich da so einen optischen Ding habe. Ihr könnt es anpassen, wie ihr lustig seid. Das ist nur eine Hilfestellung, die Liste. Sie enthält auch nicht alle möglichen Geräte, sondern die, die ich kenne und die am bekanntesten sind. Es sind auch keine Only-CW-Geräte drinnen vorhanden in dieser Liste, sondern wirklich Geräte, die wo man auch als Einsteiger nutzen kann mit SSB, also mit Phonie und auch ohne weiteres oder in Anführungszeichen ohne weiteres Digimodes machen kann. Und nicht nur reine CW-Geräte, die habe ich bewusst rausgelassen. Die reinen CW-Geräte, wie zum Beispiel die Mountaintopper oder die ganzen Pixie-Bausätze, die es ja gibt, oder andere Selbstbaugeräte oder den Elecroft KH1. Die sind hier alle nicht drinnen, weil es sind reine CW-Geräte. Und ich wollte hier einfach so Universalgeräte einfach drinnen haben, die wo halt so viel wie möglich können. Genau, was ist jetzt hier, was waren für die wo die neu sind, was habe ich denn für Kriterien gehabt? Also ganz am Anfang von der Liste steht natürlich einmal der Hersteller und die Typenbezeichnung des Funkgeräts. Dann waren für mich damals auch wie heute die Kriterien wichtig: Tuner, welche Kurzwellenbänder, Kont 6 Meter, wobei das 6 Meter jetzt für DO mittlerweile wegfällt aktuell. Damals haben wir nur geduldet gewesen. Aber ist trotzdem mit aufgeführt, weil Klasse A interessiert das genauso. Kann es UKW oder 4 Meter ist mit aufgeführt, hat es einen eingebauten Akku drinnen, ist es SDR-Technik, ist die Leistung war wichtig, hat es eine Walkie-Talkie-Funktion, das Gerät. Das Gewicht in Gramm und dann ein Circa-Preis, diese variieren ja aktuell sehr, sehr stark. Ja, genau. Was sind jetzt hier für Geräte aufgelistet? Also ich werde jetzt dieses Video hier sehr, sehr kurz halten, weil ihr seht ja alles dann in der Liste, aber ich möchte halt trotzdem ein paar Informationen loswerden. Es ist dabei das Ariel 51, der ALT 512, eigentlich ein recht bekanntes Gerät, dann vom BG2FX, der FX4CR, der aktuelle, und der FX4L, der ist angekündigt oder auch nicht, das ist irgendwie so ein bisschen komisch und undurchsichtig, der ist aber mit aufgeführt. Dann der True SDX von DL2 MAN und PE1 NNZ, Elecroft KX2, KX3 natürlich, ICOM IC705, dann der Discovery TX500, der russische Portable Transceiver von Lab599,
der Retevis HS1 oder Recent RS928 und wie sie alle heißen, diese MCHF-Klone. Dann die USDR, die USDX-Geräte, also diese ganzen 3SDX-Klone sind hier noch mit aufgeführt. Dann Xego G106, X5105, X6100, X6200, G90 und der Jaeso FT891. Alles aktuell erhältliche Geräte. Keine Gebrauchgeräte, die Jaeso FT817 und 818 sind rausgeflogen, die gibt es nicht mehr neu zu kaufen. Das war hier einfach die Prämisse an dieser Liste, dass hier nur aktuell erhältliche Geräte verfügbar sind. Warum keine CV-Only-Geräte, habe ich ja schon erklärt. Und die Liste ist ja nur eine Hilfestellung für euch. Sie kann beliebig ergänzt werden zu Geräten, die ihr gerne da noch haben wollt. Ich kann Geräte vergessen haben. Es sind halt die, die ich auf dem Schirm habe. Ich kann jetzt natürlich das ein oder andere Gerät vergessen haben, das ihr gerne haben wollt, dann fügt es halt einfach der Liste hinzu. Wie gesagt, das ist eine Hilfestellung, keine Kaufempfehlung. Das ist reine Hilfestellung für die Leute, die sich noch nicht entscheiden konnten, was sie denn nehmen sollen. Mir hat diese Liste halt damals geholfen, auf den 5105 zu kommen. Genau, was auch sehr interessant war für mich damals und auch sehr wichtig, das war halt das Gewicht. Ich bin hier in Sotaland, ja, Alpenregion. Da spielt natürlich Gewicht auch eine große Rolle. Und natürlich, der Preis ist natürlich auch nicht ohne. Also ich wollte hier so gut wie möglich und so günstig wie möglich rauskommen aus dem Ganzen. Und damals ist es halt dann 51.05 geworden. Genau. Natürlich kommen dann also Geräte wie den IC7300 oder den FT710 oder den FT991A auch portabel nutzen, ist mir klar. Aber es sind keine klassischen Portabelgeräte. Der FT891 ist hinzugekommen, weil es ein sehr beliebtes Portabelgerät mittlerweile ist bei Aktivierern, weil ich bei Bedarf halt 100 Watt abrufen kann, wenn ich die entsprechende Stromversorgung natürlich habe. Ist natürlich dann wieder logistische Herausforderung mit Akku oder so, aber bis 50 Watt sind mit Eremiter-Akkus mit den 6 Ampere-Stunden ohne weiteres stemmbar für eine Aktivierung für einen gewissen Zeitraum. Und somit habe ich das mit aufgenommen, weil es ein sehr beliebtes und sehr preisgünstiges Gerät aktuell ist und somit ist es jetzt auch in dieser Liste und ist keine reine QRP-Liste mehr. Es sind zwar überwiegend QRP-Geräte drauf, auch aber aus dem Grund raus, weil es halt einfach die portableren Geräte sind. Daher 7300 und 710 nicht mit drinnen, weil es klassische Stationsgeräte sind. Man kann sie portabel nutzen, sind aber eigentlich nicht dafür gedacht. Aber ich habe ja auch schon gesagt, dass ich es portabel genutzt habe, ein 710. Aber klassische Portabelgeräte sind es nicht und deswegen sind es nicht in der Liste. Jetzt so einfach nur dieser grobe Überriss über diese Liste. Ihr wisst jetzt nicht, was ich nur mehr dazu sagen soll. Alles Weitere, ihr findet den Download-Link unten in der Videobeschreibung oder auf meiner Internetseite unter Beiträge Portabelgeräte-Überblick. Und dann war es hier. Da war DO1 HFS vom Funkfieber. Macht's gut und wir sehen uns in den nächsten Videos und viel Spaß beim Durchschauen der Liste.